Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Nightingale mit eurem Erik Vikingson und natürlich mit unserem Krantebart und neben mir steht die... Hey, die heißt die May. Ich habe ein bisschen was gebaut, hier ist auch alles eingelagert worden. Das Lager ist jetzt soweit stimmig und gut. Man kann hier übrigens anklicken, habe ich nicht gewusst, Behälter rechnen, Überlebende. Das Problem ist, ich habe das ausgemacht, weil ich hatte das jetzt an und die May hat alles reingeschmissen oben ins Lagerfeuer. Was geht, ob Papier oder sonstiges, alles was wir brauchen, hat sie da rein, alles was brennen könnte. Und das hat mich voll genervt, deswegen habe ich es rausgemacht. Die darf jetzt eigentlich im Endeffekt gar nichts, außer zugucken. So, es ist 21 Uhr im Game. Hier oben Schlafzimmer, ja, da habe ich auch so meine ganzen Sachen, die wir zu brauchen. Hier Tränke zum Beispiel, dann Infusionen und so weiter und so fort. Da werden wir uns dann fertig machen. Übrigens hier, den habe ich nicht vergessen, den Lotus oder Lotos, den werde ich noch... benutzen, aber erstmal, ja, müssen wir erstmal diese Versorgerkarte holen und das werden wir heute machen in der Folge. Hier habe ich Essen drinnen, aber wir haben genug Essen da. Wir gehen jetzt gleich ins Bett und hier, wie sieht es mit dem Brennstoff aus? Da ist nichts drinnen. Sehr gut, May hat nichts mehr gemacht. Hier draußen sind unsere Beete. Da muss ich halt Bauholz durchlaufen lassen. Da muss ich nochmal so eine richtig schöne Fuhre Holz holen. Aber ansonsten hier, das läuft erstmal ganz gut. Da sind keine Seeds mehr drin. Da habe ich noch Seeds. Ne, denkst du? Und guck mal, du kriegst halt auch immer Seeds wieder. Das passt schon mal ganz geil. Jetzt gehen wir das noch kurz gießen und dann gehen wir ins Bett. So, die Samen. Gleichwertiges zu gleichwertigen. Dann haben wir hier das Aloe Vera Zeug, wenn wir demnächst Tränke bauen. Hier oben habe ich meine Pools drinne. So. Sorry, dann gehen wir kurz in das I. Ist da noch genug Wasser drin? Wasservorrat ist auch gleichzeitig mal 0. Schaffe ich das hier? Wir schweben schnell. So, Auswirkungen vom Sturz gibt es keine. So, einmal Wasser füllen. Jawohl. Und dann gehen wir schnell hoch. Gießen unsere Beete und dann geht es für uns abwärts. Und zwar in die Federn. Wird erstmal gepennt. Dann wird gefrühstückt. Mantel. Was war denn das jetzt, mein Freund? So, hast du gut gemacht. Und die müssen wir dann auch demnächst reparieren. Was hat man hier? Das. So, alles reparieren. Haben wir gemacht. Sehr gut. Und dann können wir das hier wieder weg. Die Sichel und so weiter nehme ich mit. Messer nehme ich mit. Das passt, das passt, das passt auch. So, komm, ab ins Bett. So, May, komm, wir gehen in die Federn. Einmal schlafen bis morgen früh. Dann gehen wir aufs Frühstück und dann geht's los zur Astrolabium-Karte. Nee, warte mal, da waren wir doch schon. Zum Versorgerkraftort. So, einmal frühstücken. So, 10 hast du noch. Sehr gut. Jo, guck mal, frisch, fromm, ausgeruht, der Große. Das passt, wir gehen an die Tränke, weil ich denke mal, wir werden uns wenigstens die Hälfte Heiltränke... Ne, warte mal, so war das nicht. So, ne? Ja. Die Hälfte der Heiltränke will ich auf jeden Fall mitnehmen. 10, würde ich sagen. So, dann haben wir 10 Stück. Die legen wir uns hier drauf. Dünsen hin. So, das kann ich hier im Menü immer nicht. So, ich würde es aber so verschieben. Genau. Ich muss halt aufpassen, dass ich nicht auf Kuh komme. So, und dann geht das los. Leute. Wenn wir jetzt mal klettern. Ah, ein wunderschöner Morgen. Schön warm, sonnig. Noch nicht ganz heiß. Aber auch nicht ganz kalt. Absolut toll. So, und dann geht das hoch hier bei uns hier. Sagen so die ersten Meter wollte ich laufen. Genau. Und dann kraxeln wir hier hoch, wa? Warte mal. Was ist los? Ja.
Jetzt, mein Gott, also manchmal dauert das ein bisschen, bis das geht hier, oder? Mal Grantel. Kann das sein, dass das hier irgendwie buggy ist oder was? So. Naja. Das ist unsere Ausdauer, Leute. Wir haben ein richtig Problem. Wir kommen nicht höher als dort. Und wenn ich dann loslasse, geht das nicht. Also das ist natürlich jetzt richtig uncool. Wir gucken jetzt mal hier. Okay. Alter. Okay, ich glaube, wir haben den Vorsprung. Und jetzt zieht er durch. Mega, wir sind oben. Hier kommt natürlich drauf an, wie du stehst, ne? So. Wahnsinn, ey. Was ein Ausflug. Mal gucken, was uns hier oben erwartet. Wir sind auf jeden Fall oben. Wir nehmen natürlich hier Stein mit, ne? Ganz klar. Sinn. Lass uns mal die Aussicht angucken von hier. Guck mal. Nicht so weit, ne? Haben wir eine wunderschöne Sicht auf unser Heim. Und hier oben. Guck mal. Absolut toll. Absolut göttlich. Wow. Wow, wow, wow. So. Da gibt es die nächste Karte für uns. Wir nehmen jetzt gerade nur Stein mit. Ich weiß, dass wir auch Holz brauchen. Oh, wow. Guck mal, da müssen wir nochmal... Nee, ich dachte, wir müssen nochmal klettern. Nee, das ist ja nochmal ein komplett anderes Biom für sich, wenn du es so nimmst, ne? Also, was heißt Biom? Anderen Abschnitt. Du greifst hier an oder seid ihr friendly heute Morgen noch? Seid doch friendly, ne? So, das geht los. Ich hoffe, wir kommen rein jetzt. Was es hier auch an Erz gibt, ne? Da unten. Ey, das ist ein Minenschacht, Leute. Oh, da müssen wir auch mal reingucken. Aber ich glaube, hier sind wir jetzt auf jeden Fall richtig wegen dem Versorgerkraftort. Oder ist der gar nicht hier? Der ist gar nicht hier, Leute. Der Eingang ist bestimmt dann unten. Es ist einfach nur, guck mal, wie schön wir es haben hier, so in der Art. Na prima. Okay, da würde ich jetzt kurz gleiten. Da unten ist er. Wie kommen die? Ich hoffe, wir kommen jetzt hier rein. Ja, Baby, wir sind drin. Leute, wir sind drin. May, bist du da? May ist da. Sehr gut. Heute, jawohl. Den haben wir. Das war wichtig. Die müssen wir definitiv gleich erkennen und wegmachen. Alles gut, May? Baby, was war hier? Guck dir das an, du. Die Sau, ey. Hast du gut gemacht, May. Lass dich bloß nicht anquatschen, Pippi. So. Ich habe mich jetzt schon wieder verlaufen, kann das sein? Wir sind hier reingekommen. Irgendwo unter uns ist das dann. Wir waren jetzt hier.
Hier war doch gerade was, dass ich hier irgendwas entdeckt habe. Kann das sein? Nee, ne? Ich gehe jetzt trotzdem erstmal hier lang. Nur mal zu gucken, was da so abgeht. Was ist denn hier? Alter, wenn du da reinfällst, ist aber auch Feierabend. Zu Joshua. Wären wir hier sowieso hergekommen? Wer ist er denn? Wo die Mail ist gleich hin. So, ich nehme kurz Heil dran. Oh, super May. Ja, die Jungs haben es aber mal richtig heftig drauf. Es wird feurig langsam, Leute. Hast du gut gemacht, Blippi. Sehr gut, danke dir. Wir gucken kurz hier rein. Ah, okay, hier wären wir auch reingekommen. Also wir haben jetzt den Umweg genommen oder den glücklicheren Weg, glaube ich. Alles klar, Grantl, heil dich. Also es gibt auf jeden Fall nichts, was du nicht finden kannst. So, hier unten müsste dann das erste Echo sein. Ja, da ist es. Der Ausgrabungsfeldbericht. Sehr, sehr gut. Hier müsste doch jetzt gleich wieder was spawnen. Das ist doch direkt viel zu ruhig. Gut, da wäre mal runtergefallen, wenn wir gefallen wären. Ja, sag ich doch mal. Oh Leute, wer ist er denn? Haben wir den? Heil dich! Oh Gott sei Dank haben wir neue gemacht. Ich kann der May jetzt gerade absolut nicht helfen. Ist er gefallen? Warte mal, ich muss mich jetzt mal kurz sammeln. Den muss ich anders machen. Oh Leute, wir haben den. Der gebundene Jägerlehrling. Alter Schwede, der hat es ja voll in sich hier. May, ich bin da. Wo ist denn der doof? May, wir haben den. Jetzt. Oh, der macht ja noch mit dem Feuerwerk einen Abgang hier. Das ist ja Wahnsinn. Okay, jetzt weiß ich aber auch ehrlich gesagt... Oh, May. Mehr.
Also Bauchschmerzen. Jetzt weiß ich aber auch, warum wir hier das Level haben müssen, ey. Aber wenn die da unten weiter mitkommen, dann haben wir hier ein Riesenproblem. Wir sind unten. Ich glaube, wir haben es hier schon geschafft. Jetzt kommen natürlich die anderen. Jetzt kommt natürlich der Roboter noch. So. Der nächste Ausgrabungsbericht. So, jetzt sind wir mal gespannt. Wir gehen hier ran. Und wo kommt der Typ? Nochmal kurz heilen. Ah, ist er. Gleich rein hier. Wo ist er? Okay, wenn er nur diesen Move macht, wollte ich gerade sagen. Boah, Alter. Wow. Wo sind denn jetzt? Okay, wenn wir das abpassen. Wir haben den. Wir haben den, es war aber knapp. Alles gut, ey. Leute, wir haben den, das war aber auch knapp, ey. Es war richtig fett knapp. Boah, noch tiefer tauchen, die Versorgerkarte. Und Herausforderung abgeschlossen, Titan der Industry. Ausrüstungswert sollen wir jetzt auf 50 steigern. Reden Sie mit Wilhelmine Sasse. Reisen Sie zu einem Herbarium Wüstenwelt. Okay, wir müssen jetzt zur Hermine. Ich glaube, wir bekommen jetzt die Möglichkeit, neue Ausrüstungsgegenstände zu sammeln. Wir haben es geschafft, ey. Wir müssen erstmal gucken, wo wir hier wieder rauskommen. Ich glaube, wir müssen dem hier folgen. May, hast es sehr gut gemacht. Bin sehr stolz auf dich. Die Jungs haben es aber auch echt in sich gehabt. Ne, aber keine Kiste, ey. Oder ich habe es halt wirklich nicht gefunden, aber das ist auch hier. Jetzt mal ganz ehrlich, extrem schwierig, ne? Ich glaube, hier geht's hoch. Oder keine Kiste. Guck dir das an. Da ist eine. Eine Schlierkarte. Und einen Talisman der Kraft. Gehen wir mal rein, ob wir da einen Talisman verwenden können. Haben wir schon noch keinen drauf. Zauber anwenden und den nehmen wir gleich nochmal. Auf die Jogge. So. So, Level 50. Wir sind Level 41. Können wir auf jeden Fall sein. Oder sind wir? Ja, das ist ganz gut. Das liegt jetzt halt, wie gesagt, daran, dass wir den Hammer nicht ausgerüstet haben. Jetzt siehst du, oben springt es rum. 41. So, normalerweise müsste er dann sagen, durch dieses Fernglas, das hat er jetzt schon eine Stufe von 41, müsste er dann 80 haben. Aber ich glaube nicht, dass das sowas wird. Und ich möchte auf jeden Fall auch Rüstungswert 50 haben. Und nicht da einfach, oh wow. Hier ist noch was. Da ist ein Echo drin. Guck dir das an. Dann war ich vorhin doch nicht so verschachtet, ey. Überlege ich gerade, ob wir gleich zur Hermine. Zur Hermine vor allen Dingen. Dann gleich zur Wilhelmine auf jeden Fall einfach mal gleich segeln. Los. Hier ist warm, ne?
Mit der Fackel in der Hand hier in der Wüstenwelt wäre mir auch warm. Mantel. Warum kriege ich das jetzt nicht? Boah, das ist alles Level 1er Fleisch. Warum? So, wir haben die. So, dann gucken wir mal kurz, wo die Sasse ist. Dann gleiten wir jetzt nämlich zur Wilhelmine. Da unten ist ja auch gleich. Ja, da geht's ja gleich hin. Dann sprechen wir nämlich gleich noch mit der, wisst ihr? War cool, oder? So. Absolut göttlich. Hallöchen, geil. So, Frau Sasse, ich bin da. Mit dem Messer in der Hand. Ah, sie schon wieder. Immer ein Vergnügen. Nun, ich bin sicher, dass Sie wegen meiner außergewöhnlichen Dienste hier sind. Aber ich hätte einen Vorschlag für Sie. Falls Sie ein paar Nachforschungen für mich anstellen wollen. Ich muss niesen. Ja. Dankeschön und Entschuldigung. Entschuldigung, ich war jetzt durch dieses Quieken hier an der Seite, habe ich das Gras gerade zu. So, vielleicht bin ich an einem Vorschlag interessiert. Ich hörte eine faszinierende Geschichte über einen amerikanischen Gesetzeshüter, der durch die Welten streift. Und das möglichst unauffällig. Meine journalistische Institution sagt mir, dass er etwas im Schilde führt. Und ich wüsste gerne, was es ist. Bitten Sie ihn und bringen Sie in Erfahrung, was immer Sie können. Und wo kann ich den finden? Ein neues Gerücht. Er ist angeblich gerade auf der Durchreise durch eine Versorgerweltkarte, Waldwelt. Ich habe allerdings keine Ahnung, welche davon. Ich kann es kaum erwarten zu hören, welche schändlichen Verhalten er entflieht oder ob er gar danach sucht. Aber vielleicht kann ich ja Ihnen irgendwie behilflich sein, ehe Sie davon eilen. Ich wollte etwas anderes fragen. Hätten wir da noch irgendwas? Die Gerüchte können wir noch fragen. Immer. Haben Sie etwas Bestimmtes im Sinn? Haben Sie da draußen in den Welten von jemandem Nennenswertem gehört? Oh, ich hörte von jemandem äußerst Nennenswerten, mehr als das. Berühmt-berüchtigt, würde ich sagen. Ein monströser Doktor, wegen seines wahnhaften Irrglaubens über die Göttlichkeit selbst von den teuflischen Sekten der Hermetiker ausgeschlossen. Fernab im Wüsten-Astrolabium stopft Viktor Frankenstein persönlich durch den Sand und sucht nach weiteren Leichen, die er im Zuge seiner unheiligen Machenschaften entweihen kann. Hey, wow. Viktor Frankenstein persönlich. Das wär's erstmal. Ich danke dir, Wilhelmine. Reisen Sie zu einer Versorger-Waldwelt. Die Karte haben wir, dann brauchen wir nur eine Waldwelt, ne? Das werden wir morgen gleich angehen, Leute. Ich gehe jetzt hier noch mal ein bisschen Holz holen. Ein bisschen Stein. Dann gehen wir noch ein bisschen Holz hacken. Machen noch mal ein bisschen, abschließend noch mal ein bisschen Bauholz, dass wir die Beete aufgesetzt kriegen. Wir wohnen da drüben, ne? Dann lass uns doch mal hier noch ein bisschen, da hinten noch ein bisschen Baum holen. Was ist eigentlich mit denen hier? Ich hätte da jetzt mal Bock, mal reinzuhacken. Machen, kriegen die was hier? Boah, mal so richtig Holz, ey. Ach nee, auf die habe ich jetzt gar keinen Bock, ehrlich. Boah, die lohnen sich aber mal, die Jungs hier. Da
ein Holzscheit in so einem Riesending und hier sind drei drin, weißt du? Kann ich die Bäume schon hacken? Ja. Also wir haben ja auf jeden Fall die Versorgerkarte schon freigesetzt. Wir müssen dann jetzt nur eine Walzkarte bauen. Aber das ist ja gar nicht mal so das Thema. Was ist denn jetzt mit dem Baum hier? Ah, Wilhelmine, mach mal mit. Ach, Wilhelmine, May meine ich natürlich. Wohin fällt er jetzt? Ich hätte schon fast wieder gedacht in meine Richtung. Willst du eigentlich irgendwas einstecken für mich wieder mal? Ah ja, na hier, guck mal. Ein Holzbündel. Oh, ein paar Äste nehmen wir natürlich auch mit. Viktor Frankenstein persönlich. Ja, auf den freue ich mich ja jetzt schon. So, dann gehen wir nämlich hier rum. Falsch. Boah, die sind auf jeden Fall nachgespawnt. Aber das Nachspawnen, sage ich euch ganz ehrlich, das dauert mega lange. Den machen wir noch weg dahin. Wer so viel Holz bringt, Freunde. Absolut geil. Und einmal überladen. Wilhelmine? Wie komme ich immer auf Wilhelmine? Es tut mir leid, Bibi. Frag das mal bitte für mich. Ja? Komm mit. Wir nehmen natürlich noch ein bisschen mehr Holz mit. Ach nee, komm, wir gehen nach Hause. Alles, was jetzt noch so auf dem Heimweg rumliegt, das nehmen wir natürlich mit. Bis er wieder quetzt, dass er überladen ist. Weil wir müssen ja auch Material fahren, ne? Wir können ja nicht nur hier immer bauen, bauen, bauen und Material bleibt liegen. Das ist auch ganz schön teuer, wenn du das immer alles so kaufst. So. Wir müssen jetzt dann auch irgendwann links einbiegen. Nämlich hier. Wir wohnen nämlich hier, weißt du? Häusle. Den lasse ich jetzt aber auch... Ah, sind die schon da? Ja, na klar. Weißt du, wärst du bei deinen Freunden geblieben? Wäre dir nichts passiert. Aber du holst jetzt deine Freunde auch noch und die gehen jetzt auch ins Verderben. Irgendwann mache ich so den Elefanten dahin. Ich dachte, den hätte ich. Ist ja gar nicht, du. Ich war mir jetzt sicher, den hätten. Kling, kling. So, wieder eine sehr erfolgreiche Folge. Wir haben das geschafft, was wir schaffen wollten. War natürlich ein bisschen hakelig mit dem Hochklettern, aber ich glaube, mit ein bisschen Übung und so weiter kommst du dann auch lockerer hoch. So. Wie bin ich jetzt darauf gekommen, dass wir da hinter dem Berg wohnen? Wir wohnen doch hier, Mensch. Sehr geil. So. Zuckt mir auch noch das Fell, Freunde. Wahnsinn. Also. Home sweet home. So. Hier haben wir Stöcke und so weiter. Mach das jetzt aber erstmal nur so und so. Hi. So, May, dann gib mir mal das Holz. Wo ist denn das Holz hin? Nicht schon wieder hoch ins Lagerfeuer, oder? Ich
Ich bekenne Krise, wer da vor. Wo hat die das Holz jetzt hin? Hey! Ich hab dir so viel Holz gerade gegeben. Was ist denn mit dir los? Wo hast du das hin? Ich glaube, die spinnt. Ja, jetzt mal wirklich. Hier Erze haben wir nicht, ne? Waren haben wir auch nicht. Fell und Tierfasern. Leder. Vielleicht noch Pflanzen. Zwirn und Docht. Haben wir auch weg. Waren haben wir doch welche. Ja, stimmt, na klar, wir haben ja bei den Typen welche geholt, ne? So, was haben wir hier? Chitin. Ist hier. Jawohl. Dann haben wir das, habe ich noch oben. Das ist was, was ich essen kann. Das kommt in die Essenskiste. So, hier haben wir noch Bauholz fertig. Dann können wir nochmal 7 Stück machen. Kannst eigentlich deinen Schirm auch wegpacken. So, das kommt da rein. Das kommt auch erstmal hier rein. So, dann haben wir hier draußen den nächsten Bereich. Was pflanzen wir denn an? Was haben wir denn hier? Samen der Sonnenblume, Kap, Aloe Vera. Dann hätte ich gerne mal einen Samen. Danke. So, dann nehme ich mein Tool, mein Gutes. Noch einmal reichen, ne? Ja, sehr schön. Ja, das wächst. Die Sonne ist natürlich absolut optimal hier. So, jetzt will ich gleich mal was testen, weil jetzt habe ich 20. Ich habe nichts ausrüstet außer den Schirm. Wenn ich jetzt den hier ausrüste, der hat eine 41er Wertigkeit, ne? Jetzt will ich das trotzdem noch mal sehen. Und nimm das Ding in die Hand. Bleibt bei einer 41. Also du kannst es nicht mehr verarschen, das Spiel. Finde ich aber auch sehr gut. So, dann überlege ich jetzt nämlich gerade, ob wir nochmal eine Waldkarte herstellen. Den Pickel braucht man, das brauchen wir auch nicht erstmal mehr. Da haben wir den Bauhammer zum Reparieren, den habe ich mir auch gebaut. Habe ich schon mal ein bisschen was am Gebäude hier gemacht. So. Was habe ich jetzt noch einstecken gehabt? Genau, das Iridium oder wie das heißt. Die Fusion genau gehabt. Das, ne? So, dann würde ich jetzt aber trotzdem noch mal gucken, ob wir dafür alles haben, für diese Waldkarte, weil die müssen wir ja bauen, ne? Eine Waldkarte. Die andere haben wir ja. Da brauchen wir Tinte und Papier. Tinte. Das Holz drin, guck dir das an. Lese nicht. Du musst Papier herstellen. Papier, Papier, Papier. Ich überlege jetzt gerade wieder, wo haben wir Papier gemacht? Hier im Sägetisch haben wir Papier hergestellt, ja. So, das reicht mir. So, und dann bauen wir uns die Waldkarte auf. Dann können wir nämlich morgen in die Versorgerwaldwelt. Finden Sie den Gesetzeshüter. Und ich glaube, da geht es dann los. Ich glaube, bei diesem Gesetzeshüter werden wir neue Ausrüstung craften können.
Weil wir haben jetzt nicht mehr die Möglichkeit, irgendwas abzugraden. Oh, schauen. So, die haben wir. Wir gucken nochmal auf der Aufwertungswerkbank. Wenn es da die Möglichkeit hätte, das zu abzuwerten. Ich habe 99. Wir stellen es halt her. Ich würde das gerne nochmal abbrechen. Geht nicht mehr, ne? Weil ich habe so das ganz dumme Gefühl, dass wir eventuell sogar noch ein bisschen was bauen können. Wo waren hier die Ausrüstung? Nee, Bank. Hosenhandschuh, Hemd, Kopftuch, Stiefel. Ragesack, nee. Wir haben alles, was wir hier haben, aufgewertet. Und nur wenn ich das in die Hand nehme, bringt mir das nicht. Wir müssen irgendeinen Zusatz bekommen. Ich spare mir meine Essenzen, glaube ich. Ich bin nämlich definitiv der Meinung, dass wir das noch brauchen. Ihr Lieben, dann sind wir hier erstmal durch. Wir werden demnächst mal gucken, was wir hier reinschmeißen. Hätten wir dann hier die Siedlerkarte. Der Ertrag von Feldfrüchten. Ja, das brauchen wir nicht. Die Schatzkarte. Die müssten wir hätten mal spielen können. Treibhauskarte. Der Erzertrag zu erhöhen. Mal aussaugen, so das müsste man dann mal spielen, wenn wir da mal loslaufen. Gewichtekarte wäre natürlich auch noch mal wichtig. Schwarzmagiekarte, ja, guck mal da mal. Guck mal alles hin. Ihr Lieben, danke euch fürs Zuschauen, hat Spaß gemacht. Und morgen gehen wir mal gucken, ob wir den Gesetzeshüter finden. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch.